Ja, denn nächste Runde. Wow. Ja. Weißt du? Das kannst du auch mal lutschen. Ja. Ja. Oh. Doch, okay, so langsam habe ich mich wieder. Blöde Ische. Reports of violence, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wobei, das sind meistens die einfachsten. Hast du mir gerade auf den Po gehauen? Der hat mir gerade auf den Po gehauen. Ich möchte gerne eine Meldung machen. Ich fand's auch ein bisschen schön. Das muss jetzt sein, oder, Basti? Ja, schon klar. Aber ist es trotzdem ein Feigling? Ja, aber ein sehr sympathischer. Ich nehme jetzt einfach mal das Thermometer. Okay, aber Disney-Leder haben nicht funktioniert. Das ist traurig. Es ist hier hinten. Wo ist hier hinten? Das Bad am Hintereingang, glaube ich. Okay. Ja, ist ein bisschen frisch, aber nicht kalt. Ich stelle mal im Badezimmer direkt eine Kamera auf. Bist du hier? Ich finde es ein bisschen unhöflich, dass André mich als Feigling bezeichnet. Du bist ein Unhold. Ein rüpelhafter Unhold. Das macht er nur, weil er hier einfach nur ein Schriftsatz ist. Sonst würde er sich das nicht trauen. Gefriertemperatur. Hello, ich habe gerade Wölkchen gesehen. Hami unterstrich Koffein. Oh, Gefriertemperatur schlecht erstmal. Bist du hier? Kannst du mich hören? Ich bin über die mega, mega Akku. Sag etwas. Master Agro. Wie alt bist du? Das nicht hier Megra Agro hier zu oder so. Ich hab keine Ahnung. Ja, das war Digimon, das ist richtig. Bist du hier? Ja, dann müsste es Mega Agro geworden sein. Wo bist du? Sag etwas. Bist du hier? Buch, Box und EMF liegen hier. Und wir haben einen Fußabdruck. Ich habe gerade Fußschritte im Gang daneben gehört. Ich wohne auf der Kamera. Was sind denn Fußschritte? Beziehungsweise, was wären denn keine Fußschritte? Vielleicht Handstand? Handschritte? Ja. Bist du hier? Haben die Spiegel schon immer gespiegelt? Die Spiegel haben schon immer gespiegelt in allen Händen. Ha, da ist mir das nie aufgefallen. Nein, du warst meistens nur die fliegende Hand. Ach so. Bist du hier? Wo bist du? Das ist korrekt. Sag etwas. Ach, dann lass mich doch in Ruhe.
Ich glaube, ich habe vergessen, das Licht auszumachen. Ich gehe da nicht alleine rein. Basti ist hinten. Ich krummel gerade um die Enge geschlichen. Da. Buch? Ja. Es ist vor allem das Buch im Flur, also das vorm Bad. Ach, das, was ich da eben hingeschmissen hatte, weil ich das komisch fand, beide da hinzuschmeißen. Ja. Dennis, willst du mitspielen? Dennis, willst du mitspielen? Wir haben heute einen Platz frei. Hallo erstmal. Hallo. Das war vielleicht ein bisschen unhöflich. Hi Dennis, willst du vielleicht mitspielen? Entschuldigung. Hami, mach dir nichts draus. Ich habe auch gesagt, hey, willst du mitspielen? Aber bevor ich Hallo gesagt habe. Das ist beruhigend. Dann hätte Basti einen zweiten Herrn an seiner Seite und müsste hier nicht immer mit dem Hühnerkorb durch die Gegend rennen. Ich glaube, ihm das so gut passt. Es ist nicht mehr sein kompletter Harem. Okay, also wir brauchen Orb, Fingerabdrücke oder EMF. Ich guck mal nach Fingerabdrücken. Nö. Oh, dann nicht. Ach so, okay, das macht natürlich Sinn. Aber du kannst nicht sagen, dass wir nicht gefragt hätten. Dann schöne Grüße, unbekannterweise. Aber wir haben gefragt. Wir sind nämlich freundliche Menschen. Ja, okay, Dennis, das lasse ich als Ausrede gelten. Ich meinte, es geht ja nur darum, dass wir ihn auch gefragt haben, ne? Ach so. Aber ja, ja. Bitte? Ich habe das Gefühl, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ja, Phasmo zu viert spielt sich besser. Ja, tut es. Fingerabdruck! Bisher nicht. Bisher, also wir haben es probiert. So gut sind wir noch nicht. Ja, bin da. Vorbei. Sehr gut, wir haben Fingerabdruck. Drillhead-TV. Fingerabdruck. Töte Lara. Nein, ich bin heute schon gestorben. Dennis darf nicht mehr mitspielen. Habe ich jetzt einfach so beschlossen. Er darf nicht mehr mitspielen. Lara, möchtest du eigentlich nicht mehr mit uns reden? Noch nie. Entschuldigung, ich hätte mein Mikrofon aus Versehen gemutet. Dennis darf nicht mehr mitspielen. Habe ich gerade eben beschlossen. Okay. So, was hattest du eben gesagt, brauchen wir? Fingerabdruck haben wir. Okay. Mhm. Es ist ein Dämon. Gebrüllt hast, während dein Mikro gemutet war? Ja. Okay. Das erklärt, warum ich nicht. Ja. Foto vom Geist ist unter 25. Ne, herzlichen Glückwunsch. Jo, unter 25 kriegen wir hin. Foto vom Geist? I don't know.
Nö, ich nehme mal eine Kamera mit und dann gucken wir mal, ne, wie sich das Ganze hier entwickelt wird, ne? Ich habe auch eine Kamera gerade genommen. Ich weiß nicht, wo die anderen hin sind. Hier liegt noch eine. Fotokamera? Ja, da ist noch ein Foto übrig. Ha. Das ist die, die ich eben mitgenommen habe. Nee, nicht nach deinem Ausflug. Gehen wir dann nach oben, ne? Ja. Leute, ich habe keine Kamera, keine Dingens hier, keine Lampe dabei. Das ist ja blöd. Warum nicht? Habe ich Leute weggeworfen. Warum? Sagen wir mal so, Dennis, in diesem Stream ist Hami mir gegenüber sehr loyal. Was war das denn jetzt? Was macht ihr da in der Ecke? Terethead-TV. Geist, töte Hami. Töte Hami. Ich weiß nicht, wohin. Der war nah dran. Zu nah. Viel zu nah. Mhm. Und der macht komische Geräusche. Mhm. Where are you? Lass das! Junge. Sonst werfe ich das Kreuz gleich nicht zu deinem Schutz, sondern zu Laras Schutz. Dankeschön. Sonst nicht? Du überlebst irgendwie immer. Oder du hast da einfach keine Angst mehr davor. Eher das Zweite. Also dachte ich, wenn ich mich... Und irgendwie, das klingt jetzt blöd, aber unter Basti kuschel, dass er vielleicht erst Basti umbringt. Sie wollte dich opfern, yeah. Basti. Schlecht aus. Ich höre nichts mehr. Ich auch nicht. Sieht übrigens sehr süß aus, wie ihr dann eben im Klo am Kuscheln seid. Ich glaube... Ich vielleicht mal nochmal rausgehen? Ja, ich würde auf jeden Fall rausgehen, weil ich hatte gerade schon nur 30%. Ich habe das Gefühl, ich trigger ihn. Nee, ich hab sie gerade aufgemacht. Nee, bei uns.
Ach so. Hast du jetzt das Kreuz mitgenommen? Nee. Okay. Hallo, Nicole. Hallo, hallo. Uff, ey. Das war ein bisschen tricky. Jo, aber wir haben das Ziel. Wir sind noch bei 6% gerade gewesen. Ja, okay. Foto? Oder kein Danke, Foto? Nein. Okay. Okay, wir haben jetzt Demo, ne? Ja. Alles klar. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Dann log ich an. Vorschlag, ich mache eben eine kurze Pause und danach nehme ich die Brille weg. Ich hätte jetzt so gelacht, wäre es ein Shade gewesen. können wir eine ganz kurze Pipi-Pause machen?